Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Wie ihr seht, ich habe hier schon mal angefangen, Kompost zu verteilen, die Beete langsam vorzubereiten. Und genau darum soll es heute gehen, die Beetvorbereitung mit Kompost, wo die Vorteile und die Nachteile beim Kompost liegen, wie ich das Ganze mache und so weiter. Also alles zum Thema Kompost. Bleibt dran, wird spannend. Wenn ihr immer mal wieder meine Videos schaut, welche Arbeiten in welchen Monaten anstehen, dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass ich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder davon gesprochen habe. Januar, Februar sind bei mir die Monate der Bodenvorbereitung, der Bodenverbesserung, teilweise auch in den Monaten vorher schon, Dezember, November oder Oktober. Aber gerade so dieser Monatswechsel Januar, Februar, wo wir jetzt sind, wo ich das Video aufnehme, das ist bei mir wirklich die Zeit, wo ich die Beete wieder einmal sauber mache, alle alten Winterkulturen wegnehme. Was noch gut war, wird abgeerntet und verwertet. Was nicht mehr gut war, geht entweder an die Kaninchen oder auf den Komposthaufen. Also da ist relativ viel immer zu machen um diese Zeit im Jahr, dass eben die Beete einmal so sind, dass der Kompost drauf kann. Hier habe ich noch ein bisschen Rosenkohl stehen, der darf noch ein bisschen. Aber ansonsten ist hier ungefähr ein Drittel der gesamten Fläche jetzt schon vorbereitet mit Kompost. Und so viel Kompost kann ich einfach nicht selbst herstellen. Deshalb lasse ich mir da Kompost immer liefern. Das ist eine Frage, wo wirklich sich die Meinungen ganz weit auseinander bewegen. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Ich bin der Meinung, es hat Vor- und Nachteile. Und je nach Garten überwiegen eben entweder die Vorteile oder die Nachteile. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wo ich den Kompost jetzt liegen habe. Und dann schauen wir uns den ganzen Berg mal an. Also das ist so in etwa die Menge, die ich hier jedes Jahr liefern lasse. 10 Kubikmeter, wie gesagt, bisschen was ist schon weg. Da sind jetzt ungefähr noch, würde man schätzen, 8 Kubikmeter übrig. Und das kann ich in dieser Menge einfach nicht selbst herstellen. Deshalb lasse ich mir das immer direkt von einem Kompostwerk liefern. Hier ist jetzt aktuell ein bisschen Frost drauf. Aber rein von der Beschaffenheit, muss ich sagen, sieht dieser Kompost doch wirklich ganz gut aus. Ist relativ fein, also keine groben Holzstücke oder ähnliches drin. Und das funktioniert bei mir wirklich seit Jahren sehr gut. Da gibt es natürlich immer mal wieder den Nachteil, dass da auch das eine oder andere Stück Plastik oder so mal zu finden ist. Das ist natürlich nicht ideal, aber ich muss sagen, dass hier bei den letzten Lieferungen, die ich hatte, da war nicht viel drin. Da war mal irgendwie so ein Plastikbändchen zum Pflanzen festbinden oder ähnliches, was dann bei den Leuten einfach dran geblieben ist, die das auf den Bauhof gefahren haben oder in die Biotonne oder sonst wohin. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit dem, was ich hier geliefert bekomme, qualitativ eigentlich immer sehr, ja, angetan und kann eigentlich da nichts Negatives berichten. Habe aber auch immer mal wieder von Leuten, die sehen, dass ich Kompost liefern lasse, immer mal wieder gehört, naja, bei mir ist das anders, da ist mehr Plastik drin und so weiter. Aber ich muss sagen, bei mir bisher alles wunderbar. Also der größte Nachteil an der Geschichte ist, denke ich wirklich, dass immer mal wieder der ein oder andere Plastikmüll da drin landen kann. Wie gesagt, entweder aus der Biotonne, teilweise ist da auch eben Grünschnitt von der Stadt dabei. Und die mähen dann zum Beispiel ihre Wiesen, wo Leute Müll hinschmeißen und so. Also das kann natürlich immer mal passieren. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt irgendwas in Säcken kaufe, kann das immer mal wieder passieren, dass da Plastik drin ist. Deshalb, es ist nicht ideal. Das ist aber was, was ich in Kauf nehme. Aber es gibt eben noch den ein oder anderen Nachteil bei der ganzen Geschichte. Auf die Vorteile kommen wir natürlich auch gleich noch. Aber da möchte ich mich jetzt mal kurz beziehen auf das Video vom Ralf, vom Selbstversorgerkanal, was ich natürlich auch gesehen habe, wie eigentlich alle Videos von ihm, der wirklich sagt, für ihn kommt das mit dem Kompost nicht in Frage. Eben hauptsächlich aus dem Grund, dass es der Selbstversorgung widerspricht, dass eben das kein selbst hergestelltes Produkt ist, sondern wieder was zugekauft werden muss, dass ich selbst was produzieren kann. Das ist ein Gedanke, den ich absolut nachvollziehen kann. Und ich muss sagen, mir wäre es natürlich lieber, wenn ich alles, was ich an Kompost brauche, selbst herstellen kann. Aber mehr wie 1 oder 2 Kubikmeter im Jahr bin ich nicht in der Lage zu produzieren. Und ich brauche für diese Fläche hier schon Minimum 8. Also das ist im Endeffekt ein Viertel von dem, was ich brauche. Und dann ist eben auch die Frage der generellen Bodenbeschaffenheit. Und da ist meiner Meinung nach wirklich der Garten gefragt. Wie sieht's im Garten aus? Wie sieht der Boden aus? Und bei mir war es eben über Jahre so, dass der Boden so sandig war, dass nichts gewachsen ist und die Bodenverbesserung hauptsächlich mit Kompost, auch noch mit Kalk und Urgesteinsmehl, wirklich einen riesen, riesen Unterschied ausgemacht hat. Ich ernte mittlerweile pro Quadratmeter Minimum das Zehnfache von dem, was ich noch vor 5, 6 Jahren geerntet habe. Und das hauptsächlich, spielen auch immer noch ein paar andere Faktoren eine Rolle, aber hauptsächlich eben durch den Kompost und die generelle Bodenverbesserung.
Und wenn ich mir beim Ralf den Boden so anschaue und was er da erntet, muss ich sagen, wenn da jetzt nochmal Kompost draufkommt, wird der Ertrag vielleicht um 10% gesteigert, wenn überhaupt. Und hier reden wir halt wirklich über 5, 6, 7, 800%, was eben ohne diesen Kompost nicht möglich ist. Und deshalb überwiegen bei mir persönlich die Vorteile. Und ich mache das auch immer so, dass ich den Kompost eben erstmal nur drauf verteile, nicht einarbeite, weil eben um diese Zeit, wo jetzt noch keine Kulturen gepflanzt werden, wie gesagt, wir sind jetzt kurz vor dem 1. Februar, da ist es dann so, dass eben die eine oder andere Kultur, die sehr früh kommt, Minimum noch 3 bis 4 Wochen braucht. Und diese Zeit bleibt der Kompost wirklich als Mulch obendrauf liegen, soll den Boden vor Austrocknung, vor Erosion und Ähnlichem schützen und eben auch das Bodenleben schützen. Und viele, viele weitere Vorteile, die eben ein Mulch oder eine Mulchschicht hat. Und da habe ich jetzt den Kompost wirklich erstmal verteilt. Und erst dann, wenn wirklich auf einem bestimmten Beet, und die werden hier auch noch alle eingeteilt dann, wenn auf einem bestimmten Beet dann eben die Aussaat oder die Pflanzung losgeht, wird dieses eine Beet dann nochmal aufgehebelt mit einer Grabgabel, richtig schön eingehackt und dann habe ich einen aussaatfertigen Boden und das passiert eben erst dann, wenn das Ganze auch wirklich wieder besät oder bepflanzt wird. Und jetzt kommen wir mal zur Frage nach dem Preis. Also es ist eigentlich so, dass Kompost meiner Erfahrung nach wirklich von Euro zu Ertragsgewinn den allergrößten Effekt hat. Ich habe jetzt für diesen Haufen da hinten, der ungefähr 10 Kubikmeter hat, bezahle ich so in etwa 200 Euro inklusive der Lieferung. Der Kompost selbst kostet nur um die 80 oder 90. Also würde ich den selbst beim Werk holen können, in der Menge würde ich wahrscheinlich nur 80, 90 Euro bezahlen. Aber da müsste ich mit Auto und Hänger 10 Mal hin und her fahren. Da sind die Spritkosten dann ungefähr genauso hoch, wie wenn ich es liefern lasse. Und ich habe noch einen Haufen Arbeit. Deshalb lasse ich mir das dann liefern und habe dann ungefähr 200 Euro für 10 Kubikmeter. Und ich selbst brauche ungefähr 8 bis 9. Da geht auch immer mal noch ein bisschen was an die Nachbarn. Ein bisschen was verteile ich dann auch noch im Gewächshaus. Ein bisschen was lasse ich auch noch liegen, dass ich es dann eventuell noch mal Richtung Frühjahr auf Beete noch mal ganz frisch verteile. Aber so ungefähr 8 Kubikmeter ist das, was ich hier wirklich brauche für meine 300 Quadratmeter. Und da ist es wirklich so, dass ich bei allem anderen, was so einen großen Effekt hat in der Bodenverbesserung, Minimum das Doppelte bis Dreifache zahlen müsste. Zusätzlich arbeite ich, wie gesagt, noch mit Urgesteinsmehl, mit Kalk. Das sind auch Sachen, die im Verhältnis zum Nutzen relativ wenig kosten. Da bezahle ich dann auch 20, 30 Euro für die ganze Fläche hier. Aber das alleine würde eben noch nicht diesen guten Humusaufbau und wirklich den Schritt vom Sandboden hin zu einem richtig guten, humusreichen, nährstoffreichen, guten Boden in Sachen Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit. Das würde das alles nicht bringen. Da braucht es wirklich entweder Kompost oder unter Umständen auch Mist. Beim Mist ist allerdings der Nachteil, der muss wirklich oder sollte idealerweise eher im Herbst ausgebracht werden, weil direkt frisch nach dem Ausbringen von Mist, selbst wenn er abgelagert ist, ist es nicht ideal, was zu pflanzen oder zu säen. Deshalb Mist eher im Herbst, Kompost eher im späten Winter oder auch im zeitigen Frühjahr, geht natürlich auch im Herbst. Aber da ist, finde ich, so dieser Effekt, dass ich ihn dann als Mulch die letzten 3, 4 Wochen vor der Pflanzung oder Aussaat liegen lassen kann, wirklich so groß, dass ich sage, das mache ich immer um diese Zeit im Jahr. Und das geht mit Mist eben nicht. Außerdem ist beim Mist immer wieder das Problem, ob es jetzt Pferdemist ist, Kaninchenmist. Da kann immer mal wieder einiges an Samen drin sein, von Hafer zum Beispiel, wenn es Pferdemist ist. Und da geht dann sehr viel an Unkraut auf. Das habe ich beim Kompost nicht. Also da hatte ich noch nie Probleme mit. Und deshalb für mich der Kompost wirklich unverzichtbar. Und da nehme ich auch den einen oder anderen Nachteil, dass ich das eben kaufen muss. In Kauf. Und bin trotzdem am Ende bei einem super Ergebnis. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wie ich eben vom Sandboden zu so einem guten Boden komme. Das verlinke ich euch. Da spielt das Video oder das Thema hier, was in diesem Video ist, auch nochmal eine Rolle. Aber ich wollte eben gerade um diese Zeit, wo der Kompost bei mir eben ja eine große Rolle spielt, nochmal auf das Thema eingehen. Und dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Bei mir geht es jetzt hier weiter mit der zweiten Hälfte. Da muss jetzt auch Ordnung geschaffen werden, Kompost verteilt und dann wird gewartet, bis das Frühjahr so richtig kommt und dann eben die ersten Aussaaten gemacht werden können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Kompost auch nutzt, ob ihr eher in der Fraktion seid. Kompost aus dem Werk, gut oder schlecht, würde mich mal interessieren. Wie gesagt, gibt Vor- und Nachteile, kann man so und so sehen. Und wie eure Erfahrungen auch sind mit Kompost aus dem Kompostwerk, wenn ihr das schon mal gemacht habt,
War die Qualität bei euch auch gut? Habt ihr da eher Probleme gehabt mit Plastik oder ähnlichem? Lasst es mich gerne wissen. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken. Auch bei Fragen wie immer gern rein damit in die Kommentare. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Unter.nutzgarten für jeden Tag neue Updates hier aus dem Garten. Ob zum Kompost, zu den frühen Kulturen jetzt, zu den frühen Anzuchten oder was auch immer. Und bis zum nächsten Video.